Jetzt bin ich doch nochmal eben bei euch wieder angelangt. Und zwar in der Werbepause von The Masked Singer habe ich ein bisschen gesurft, um vielleicht doch nochmal das eine oder andere Interessante bei Werder Bremen zu finden, eventuell. Und ich habe zumindest was gefunden für all jene, die kein Werder TV-Abo haben. Und auch keines haben wollen, dürfen, können oder was auch immer. Und trotzdem auf Werder Bremen zumindest in der Vorbereitungszeit nicht verzichten wollen. Denn laut der Website, oder besser gesagt laut der Medienwebsite dwdl.de, werden einige Spiele von Werder Bremen auf Sky Sport News HD übertragen. Und ich habe ja ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Ich werde älter, ich kann mir nicht mehr alles so im Kopf merken. Ja, ich bin jenseits der 50. Und zwar am 20. Juli der Interwetten Cup in Lohne mit dem 1. FC Köln, dem VfL Osnabrück und die Spiellänge jeweils 60 Minuten. Auch das Spiel am Tag der Fans, am 3. August, also gegen den FC Everton, wird live übertragen. Und dabei kam ich auf einen Knackpunkt und ich hoffe sehr, dass das ein Irrtum ist. Denn laut dwdl.de wird das Spiel ab 15:45 Uhr übertragen. Aber Anpfiff ist ja schon um 15 Uhr. Also es ist möglich, dass Sky Sport News HD nur die zweite Halbzeit überträgt. Naja, also ich bin sowieso im Stadion, aber wer halt eben nicht dabei sein kann und der hat eben, wie schon gesagt, kein Werder TV-Abo haben kann, will oder was auch immer, nicht oder nicht haben darf oder so, was auch immer, kann auch auf Sky Sport News HD gucken, aber wie schon gesagt, das Spiel gegen FC Everton, da muss man damit rechnen, dass die dann nur die zweite Halbzeit übertragen. Ja, und als ich dann so eben ja, Papier und Kameraden, also zu einer Stift gesucht habe, da kam ich auch auf etwas, was sehr wichtig ist, nach wie vor sehr wichtig. Es gab ja vor einiger Zeit auch deswegen diesbezüglich eine Kampagne im Widerstadion. Klare Kante gegen Rassismus, klare Kante gegen rechts. Ja. Und gleich geht es auch weiter mit The Masked Singer. Da wollen wir doch mal wieder gucken. Ne? Euch noch einen schönen Abend und dem Sendung weiß. Ciao.